Boah, dieses Spiel ist... Voll übel, die Skelette hier auch, also die menschlichen Überreste. Alles drangehängt. Was haben wir hier noch? Wer war denn das nochmal? Weiß ich gar nicht. Geist Jesu, mach mich bereit. Vater Knos, leite meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von deinem Wein. Durch das getrennte Auge, lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädige Jesus, erhöre mein Gebet. Heile mich in deinen Wunden, halte mich an dich, schütze mich vor dieser Welt und bereite mich auf das Teufelsstunde. In der Gemeinde Templegate, auf dass ich deine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Amen. Sehr blutverschmiert. Also die sind alle, die sind sehr gläubig, aber auch sehr, sehr fanatisch. Und glauben irgendwie an das tatsächliche Böse. Ja, weil die Lind ist ja schwanger irgendwie. Und das ist irgendwie das, wie haben die es genannt? Der... Oh, ich weiß gar nicht, wie sie das genannt haben. Auf jeden Fall scheint ja das der Quell des Bösen zu sein, angeblich. Nicht schon wieder. Was ist das immer für ein helles Licht? So, wir haben es aufgenommen auf jeden Fall. Ach, weil die Vögel hier alle tot sind. Krass, hier sind die ganzen Vögel jetzt gestorben durch das Licht. Was ist das? Machen die ja doch wieder ganz komische Experimente gerade? Wo muss ich hin? Geht's denn hier hin? Hier sind überall tote Vögel. Ah, hier geht's hoch. Kann das sein? Ah, okay, ich muss hier... Okay, ich kann hier hoch. Jetzt würde mich aber interessieren, was da hinten ist. Ich kann hier zwei Wege lang latschen. Ich kann hier lang gehen. Und ich kann hier lang gehen. There's gotta be another way. Ah, okay. Nein, ich kann hier nicht lang gehen. Weil die Brücke kaputt ist. Okay. Da ist nur ein Eimer drin, toter Vogel und... Keine Ahnung, was das sein soll. Okay. Also wir müssen da hinten lang und da hochklettern. Gut, gut. Ich dachte jetzt gerade, ich habe irgendwas übersehen. So, kann ich da hinten hin? Nein. Ich muss da oben hoch. Aha. Seitwärts laufen. Also ich muss sagen, Respekt, ich würde sofort runterfallen. Ich würde 100% sofort runterfallen. Ich würde keinen Meter könnte ich hier langlatschen. Allons-y! Au. Hallo? Ist nicht dein Ernst? Achso. Da, wo die Leiter ist, hoch. Wäre von Vorteil. Spiel speichert. Finde ich gut. Vor allem, das ist krass, dass hier überall die toten Vögel liegen.
Das ist echt was, was sich ausbreitet. Die Frage ist jetzt, das ist ja... Komm ich darüber? Ja. Ich müsste vielleicht einfach dem Blut folgen. Die Frage ist, wer ist hier langgelaufen, der hier geblutet hat? Ist hier eigentlich was? Nö. Das ist total cool gemacht mit den Geräuschen, mit dem Mikrofon und vor allem der Sternenhimmel, wenn man sich das mal anguckt, ne? Auch wenn es ein Horrorspiel ist, man muss sich mal das mal ein bisschen angucken. Es ist sehr, sehr atmosphärisch gemacht. Das muss man echt dazu sagen. Über die Kante schauen. Aha. Und jetzt? Ja, jetzt bin ich hier oben. Und du? Ach, hier hoch. Ah. Das habe ich nicht gesehen gerade, dass ich in die Höhle rein muss. Oh nein. Okay. Zum Glück habe ich genügend Batterien, weil hier drin ist mega finster. Da siehst du nicht viel. Ich hoffe, hier sind keine Gegner jetzt drin. So, immer wieder rutschen. Okay. Ja, warum nicht? Church. No, no. Eine Kirche. Nein, nein. Eine Art Ketzertempel. Okay, jetzt sind wir bei den Ketzern. Die haben ja die Lin, glaube ich. Die haben die Lin ja entführt, beziehungsweise mitgenommen. Bing? Nein, Bing ist nicht gut. Das ist irgendein Tier. Ein Vogel oder was soll das sein? Krass. Ich dachte, wir sind mal alleine. Nö, Ängste. Das ist aber, glaube ich, kein Ketzer hier. Das ist ein normaler... Nennen wir es mal Gläubiger. Darüber. Alter, vor allem, dass er den Camcorder nie fallen lässt. Das finde ich erstaunlich. Der hält sich mit beiden Händen hier fest und hat den Camcorder noch irgendwo. Respekt. Ich hätte ihn schon längst verloren. Ein Baum, okay. Das ist... Ah ja, ist klar. Den haben sie hier reingefesselt irgendwie. Und dann ist er entweder hier gestorben oder er war schon tot. Ich würde jetzt fast sagen, die haben den hier reingefesselt und dann umgebracht. Oder er ist verhungert, keine Ahnung. Verdammt, die ganzen Leichen hier. Da sagt er keinen Pieps dazu. Boah, ich kriege hier eine mega Gänsehaut. Ich denke, so wie ich hier durchlaufe. Das ist... krass. Ah. Die... sind noch relativ frisch, glaube ich. Weil die sind noch rot. Das ist Blut noch dran, beziehungsweise das Fleisch. Haben die gehäutet vielleicht? Kind? Äh.
hing doch gerade jemand. Hä? Hier hing doch gerade jemand dran. Wer war das? Kann sein, dass wir langsam wahnsinnig werden? Und permanent... Wir kriegen ja... permanent Halluzinationen. Wir finden die Hure, die Dunkelheit auf diese gute Erde gebracht hat. Widrigkeiten sind über uns und wir müssen für gerechte Gewalt im Namen des Herrn bereit sein. Boah, so religiöse Fanatiker, ne? Das ist echt schlimm. Betet und haltet fest, Gott liebt euch. Ah, hier ist die Kapelle da hinten. Das müsste die Kapelle sein oder die Kirche. Ach so, vermutlich darüber. Korrekt. Ja, das sieht gut aus. So. Was? Ich wünsche euch jetzt auch mal eine gute Nacht. Bin heute etwas müde. Alles klar, Jeremy. Bis dann. Von das halt über Leichen sind, wenn ihr euch die mal anguckt, die sind irgendwie immer so malträtiert oder so zerfressen. Und zerschnitten vor allem. Das ist echt interessant. That has to be the chapel. Meinst du? Woran hast du das wohl erkannt? Könnte an einem großen Kreuz auf dem Dach liegen. Bin mir aber nicht sicher. Da geht's bestimmt runter. Achso, hier auch. Aha. Das sieht aus, als wollte jemand einen Zaun machen. Okay, da geht's weiter. Ich guck mal eben, was da hinten ist. Nichts. Achso, hier hätte ich normal runterlaufen können. Und ich kann runterrutschen. Ich glaube, ich hätte auch reinrutschen können und dann wäre ich gestorben, glaube ich. Bin ich mir aber nicht sicher. Vor allem überall Leichen. Wie viele Leute sind denn hier gestorben oder wurden umgebracht? Besser gesagt. Okay, da komme ich nicht hoch. Oh, das Schlimme ist, wenn du so Stellen hast, wo es mega ruhig ist, und dann kommt wieder sowas, wo die Musik so angespannt ist. Oder so furchteinflößend, so bedrückend einfach. Da ist schon wieder eine Puppe. Was haben die eigentlich mit diesen ganzen Pflanzen hier? Was ist da unten? Ist das eine komische Spiegelung einfach oder ist da unten noch was? Sieht seltsam aus. Was haben wir hier? 9. März. Noch mehr tote Kinder. Knoß sagt, in solchem Kindermord sei keine Sünde, denn sie alle sind Krieger in der Armee des Herrn. Märtyrer, die im Kampf gegen den Erzdämon gefallen sind. All die Kinder mit geöffneter Kehle und verbranntem Fleisch werden im Paradies auf uns warten. Papa Knoß sagt auch, dass unsere Sünden uns in unseren Träumen finden. Unsere Sünden finden uns in unseren Träumen. Doch meine Träume sind nichts als der Mord an meinen Kindern. Und ich erwache, lachend, erregt und oft feucht von der Lust im Schlafe. Ich erwachte heute, im Glauben vom Blut aus dem Hals eines Kindes benetzt zu sein, doch die Nässe war meine eigene.
Die anderen haben ähnliche Träume. Wir gruben einen Tunnel, damit wir uns heimlich treffen können. Wir versammeln uns und teilen unsere Visionen und suchen nach ihrem Sinn. Ich spüre die Nachricht mehr und mehr, doch sie ist nicht heilig. Okay, die haben die ganzen Kinder umgebracht. Und Papa Kno sagt, ist alles in Ordnung, weil... Ja, es sind alles heilige Krieger, vor allem Kinder. Es sind alles heilige Kriegerkinder. Und es ist gar kein Problem, die zu töten. Aber die Schuld kommt den Leuten dann doch langsam. Dass sie sich schuldig fühlen, dass sie die umgebracht haben. Achso, das ist das hier, wo sie sich gerade getroffen haben hier. Ich glaube, Papa Knos hat es langsam mitgekriegt, dass die das nicht in Ordnung finden, beziehungsweise dass sie versuchen, dem auf den Grund zu gehen. Und dann hat er sie getötet. Die Gedärme noch alles. Ich warte übrigens darauf, dass jemand mal aufspringt und mich einfach anfällt. Da warte ich noch drauf. Von überall sind diese Puppen hier. Kann das sein, dass die einfach... Oh, ist ein Rucksack. Kann ich aber nichts mitmachen. Schade. Wäre auch zu einfach, wenn ich den Rucksack mitnehmen würde und da Verbandszeug und so weiter reintue. Das ist, das wäre ja Quatsch. Hast du Gott, weil er dir auftrug, dein Kind zu töten? Gott selbst tötete seinen eigenen Sohn. Er nagelte ihn an einen Baum und ließ ihn tagelang leiden. Und als sein einziger Sohn fragte, warum hast du mich verlassen, schwieg der Herr. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich sein werde. Ist eine sehr interessante Interpretation. Wir stehen Wache am Tor, durch das der Antichrist in diese Welt dringen will. Wir sind die Scheide der Apokalypse. Zum Interagieren gedrückt halten. Ach, ich kann das wegschieben, weil ich aus dem Fenster raus muss. Okay, erstmal lesen wir hier. Das ist eine sehr interessante Interpretation. Oh Gott. Sullivan. Papa, Ezekiel, Lügner, Scharlatan, Tempel der Gicht, Süchtiger, Feigling, Vergewaltiger, Kindermörder. Ich bin fort und ich nahm mit mir den Mut, die Wahrheit zu sehen. Komm zu uns, jage uns. Wir warten nur darauf, jeden Einzelnen, den du auf den Berg schickst, zu töten und zu ficken. Ich hasse dich nicht. Könnte Jesus den Täufer hassen, weil er Jude ist? Ohne die Jahre deiner Ignoranz, deiner dreckigen Lügen, hätte ich meine wahre Sicht nicht gefunden. Ich hätte nicht den Mut gehabt, die Wahrheit zu suchen, wäre ich nicht von der Wut über deine Unwahrheiten getrieben. Dein Gott ist der Aberglaube eines Kindes. Dein Glaube ist eine Peinlichkeit. Die Zeichen des wahren Vaters waren vor dir, vor uns allen. Und du, aufgeblasen, naiv, zu dumm zum Atmen, dachtest, diese Visionen wären die Strafe eines erzürnten Gottes. Dein Gott hat Angst, denn dein Gott ist kein Gott. Dein Gott ist dein Ego, verwundbar und falsch. Welch Schmach! Mein Gott ist kein Gott, aber er ist wahr und er ist hier in jedem Moment der Ekstase und sein Kind wird diese Welt ficken und in ewige Herrlichkeit reißen. Ich bitte dich nicht, dich uns anzuschließen. Ich sage dir, du wirst dich uns anschließen, denn unsere Liebe ist größer, als du es dir je vorstellen könntest. Well. Aha. Was? Die sind doch alle komplett irre hier. Die sind doch einfach komplett irre. Das ist doch nicht in ihr Ernst. So, schieben wir das mal weg. Falsche Richtung, klar. Die sind doch alle komplett irre hier. Also jetzt mal ganz im Ernst. Der Paddock Knife, hallo, grüß dich. Mir geht's gut. Auch wenn ich dieses Spiel spiele, wo alle mega irre sind. Ich lade mal nach.
Für Batterien habe ich... Somebody there will know where they've taken Lynn. Okay, ich habe 2 Batterien und 2 Verbände noch. Mal ganz kurz. Kann ich hier mal vor ganz kurz? Mich würde mich was interessieren. Spielen. Ah. Moment, zurück, Escape. Die unmögliche Stadt. There's not supposed to be anything for miles. But I wasn't alone out here. Fuck, I wasn't alone out here. Okay. Ich will bloß mal gucken, was das hier eigentlich überhaupt ist. Ich nehme das hier die ganze Zeit auf, aber... Pilot. I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Oh, Jesus Christ, Lynn. Okay, ich glaube, das ist immer so ein bisschen, She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Okay. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles. Ah, nee, sie ist nicht tot. Sie ist nicht tot, sie lebt, sie ist gefunden worden. Okay, sie war nicht tot. Das war eine Fehlinformation von mir. Achso. Tragedy wall. Topped with barbed wire. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Okay. Also man kriegt immer so, wenn man die Sachen aufnimmt, dann kommentiert er das noch immer. Das heißt, es gibt immer zusätzliche Infos noch zu den einzelnen Punkten hier. Okay, das ist gut zu wissen. It's enormous. Some sort of hillbilly Vatican. How could all of this have been here and nobody knows about it? It's not possible. Ja, das, da frage ich mich allerdings auch, wie das geht. Mist, wir haben was übersehen. Wir haben was übersehen, wir haben eine Notiz übersehen. Oder einen Film haben wir übersehen. Und hier auch. Mist, wir haben was übersehen. Ach, das ärgert mich. Das haben wir. Welts Geheimnis haben wir auch. Das Evangelium haben wir auch. There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. Okay. That woman or whatever she is beat him to death. Something about finding Lynn. Something about a chapel. Okay. Das ärgert mich. Das hier haben wir nicht gefunden. They flayed them. Nailed them to wood. She was just a kid. Ach, die haben, das waren Kinder. Ach du Schande. Na gut, wir wissen ja schon mittlerweile, dass die Kinder hier umbringen. Jesus Christ. The others call her Marta. The smell of what she burned like coal smoke and frankincense. Also für der Frau habe ich echt Respekt, muss ich sagen. Die mit ihrer Spitzhacke macht mir echt Angst. Tempelgate, das haben wir. Tote Vögel. A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Ja, die Vögel sind alle tot. Das heißt wohl, Gott hat diese Welt verlassen. Oder diesen Ort zumindest. He said she did it to herself. He said he was protecting you.
The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Okay, also irgendjemand. Ich glaube, hier in diesen vermissten Dingern müsste eigentlich was sein, was wir nicht mitgekriegt haben, was ich verpennt habe. Storytechnisch dann. The chapel. I could see the chapel. How far did this go? A feeling in my teeth like the sound of scissors. Okay. Ach du Schande, das Spiel geht noch ein Weilchen, glaube ich. Wir sind jetzt gerade mal bei Seite 5 von 18 mit den Hinweisen. Na gut. Aha, da unten rennt jemand rum. Finde ich gut. So. So. Was? Ich war am Wochenende auf einem Charity-Stream-Event und das war so awesome. Hast du Lynn schon gefunden? Einmal habe ich sie gefunden, ja. Aber jetzt noch nicht, wo sie in der Kapelle sein müsste. Das könnte ein Elevator sein. Es ist da, nicht wahr? Ziehen. Power's cut off. We've got to have a generator or something. The fucking thing doesn't run on prayers. Also gut, Generator anschalten. Das klingt sehr beruhigend, wenn die Leute so schreien. Wir kennen Trauer, Schmerz und Blut, doch freuen wir uns, denn wir durchlaufen den Kummer einer Frau in Wehen. Aus ihrem Garten kommen die Kinder, Hölle, doch aus unserer Hoffnung auf Erlösung. Freut euch, schweigt im Rausch des Herrn, die Sünden Zions wären ewig und Gott straft alle Schulden. Aha. Hustus Satan. Aha. Huren zu Satan. Mhm. Kann ich da drüber springen? Ja, es geht. Cool. But it is joyous all, for we are in the sorrows of this place. Gib mal nachladen. So, kann ich hier hoch? Nö. Ah, eine Batterie. Sehr gut. Brauche ich wieder ein paar. Fuck! Alter! That might be an elevator. It's up there, isn't it? They've got to have a generator or something. Oh, Alter. Fucking thing doesn't run on prayers.